Metal, Freunde, willkommen zur Geschichte des Drachenlord Episode 26. Girl. Ja, ich freue mich wieder auf die neue Episode vom Einsischen hier zusammen mit euch. Schaut bei dem guten Boy vorbei. Let's go. Am 26. August wurde Rainer auf der Kirchweih in Emskirchen von einem Hater mit dem Pseudonym Affenkeks gesichtet. Dieser besuchte Rainer dann am 27. August. Dabei kam es angeblich auch zu einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Was ich sagen muss, was ich beim Einzigen sehr schade finde, aber wahrscheinlich ging es dann wohl nicht anders. Ich glaube, ab jetzt oder dann später regelmäßig sind diese Besuchsvideos immer ja, verpixelt oder halt so verwaschen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil man halt den Besuch an sich nicht mehr wirklich erkennt. Man hat zwar die Audio, aber es ist schade drum. Ein Besucher soll über den Zaun auf Rainers Grundstück geklettert sein und wurde dort dann von Rainer und dessen etwa gleichaltrigen Nachbarn in den Schwitzkasten genommen, bis die Polizei kam. Am 30. August positionierte sich Rainer vor dem Dorfeingang Altschauerbergs, so dass Hater nicht hineinfallen konnten. Am 3. September verkaufte Rainer wieder Poster und nahm laut Rechnungen der Hater damit etwa 300 Euro ein. Am 4. 300 Euro zu viel. September schrieb Rainer einige bekannte YouTuber auf Twitter an. Darunter war. Ach so, auf Odyssey sind die Besuchsvideos unzensiert. Ah, okay, das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht. War auch Gronkh, der ihn aber zurückwies. Da hat er die ganzen Leute angeschrieben. Bitte helft mir, bitte helft mir. Am 6. September wurde Rainer auf einem Fahrrad gesichtet und heimlich fotografiert. Am 9. September gab sich Rainer in Tweets dramatisch und behauptete, seine Familie und Freunde wären für ihn gestorben. Zu dieser Zeit etwa dürfte Rainers Schwester ein Kind bekommen haben. Später würde Rainer ihr vorwerfen, dass sie ihn nicht genug eingebunden hatte. Rainer, warum hat dich deine Schwester wohl nicht eingebunden, als ihr Kind geboren wurde? Woran könnte das liegen? Vielleicht, weil der Onkel ein bisschen, weiß ich nicht, gehasst wird, sich vielleicht keinen guten Namen gemacht hat und die Schwester einfach mit dir absolut nichts zu tun haben möchte. Was auch komplett verständlich ist. Ja, Rita und die Schwester. Die haben wirklich den besten Move gemacht, den ein Winkler machen kann. Nämlich sich von Rainer sofort wegzudistanzieren. Ja. Absolut richtig. Genauso war's. Stellt euch. Und dann bist du ein Rainer Winkler und beschwerst dich, warum du nicht mit eingebunden wirst. Rainer, weil du alle um dich herum vertreibst und deine Ekelart. Abends war Rainer in der Rockfabrik in Schweinfurt. Am 10. September versuchte er auf Twitter erneut mit Gronkh Kontakt aufzunehmen. Auch sonst war Rainer die nächsten Tage hauptsächlich viel auf Twitter aktiv. Am 21. September war Rainer in Begleitung einer Dame im Tiergarten in Nürnberg. Das zugehörige Video sollte er jedoch erst einige Zeit später hochladen. Darin behauptet Rainer auch, Mitglied beim WWF zu sein. Am 22. September bekam Rainer dann eine neue Ladung Poster geliefert, die er bei sich daheim an Besucher verkaufte. Auch sage ich immer wieder, richtig geiler Move. Einfach bei sich sieben scheiß Poster zu verkaufen. Merke ich, wie blöd ein Mensch sein kann. Ich habe es schon mal gesagt. Wäre einfach, weiß ich, irgendwo raus vor Emskirchen oder so gelaufen. Ja, oder er hatte ja ein Auto, hätte das da eingeladen, hätte sich da einen Tisch hingestellt und fertig. Ja, selbst dafür war er zu faul. Selbst dafür war er zu faul. Nein, was macht er? Er lädt die Leute zu sich nach Hause ein. Oh Mann, wirklich so doof kann keiner sein. Unglaublich. Mittlerweile schien sogar die Telekom von Rainers Problemen mit dem Stromanbieter zu wissen. Und auch ProSieben versuchte Rainer bei seinen Schwierigkeiten mit Frauen zu helfen. Am 23. September besuchte Rainer in Damenbegleitung ein Metal-Konzert in dem Nürnberger Lokal Hirsch. Dabei kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem anderen Gast, was dazu führte, dass Rainer aus dem Lokal geschmissen wurde. Am 30. September kündigte Rainer auf Twitter an, nun die sogenannte Drachenbox zu verkaufen. Dabei handelte es sich jedoch nur um Krimskrams, den er vermutlich schon länger loswerden wollte. Das ist wirklich so armselig.
Es ist so armselig, irgendeine Drachenbox zu verkaufen und da irgendwelchen Krimskrams reinzuschmeißen, den keiner mehr braucht und dafür dann noch Geld zu verlangen. Das ist so eklig. Am 1. Oktober schrie Rainer Besucher an und ließ den Motor seines Autos aufheulen. Also, wir werden wahrscheinlich ab nächster Folge Das dann. Maul hast du! Hey, Junge. Er ist schon frech, ne? Wir werden wahrscheinlich ab nächster Folge dann doch auf Odyssey schauen, damit diese Besuchsvideos auch unzensiert sind. Am 6. Oktober gab es einen Stream auf YouNow als Testlauf für den Spendenstream. Da er immer noch keinen Strom hatte, streamte er den Tränen nahe in einer fremden Wohnung. Rainer behauptete, er wäre an diesem Tag bei seinem Stromanbieter gewesen, da er von diesem gerne ein Sponsoring hätte. Da sein Stromanbieter jedoch nach wie vor wollte, dass die 15.000 Euro Stromschulden bezahlt werden, gab Rainer zu, besiegt zu sein. Überleg dir mal, du hast 15.000 Euro Schulden bei deinem Stromanbieter und du hast eigentlich nur eine Option, nämlich Das ist doch wahnsinnig, das Alter. Geld nach und nach abzubezahlen. Und was macht er? Metal-Leute, ich hätte gerne Sponsoring bei euch. Was sagt ihr? Oh Mann. Ja, geil. Die Vorstellung, einfach nur geil. Pat TV, danke für dein Abo. Wenn du mit dem Typ bist du besiegt. Ja, aber nicht von den Hatern, sondern von meinen, sondern von meinem Stromanbieter bin ich besiegt worden. Die Hater haben zu tun. Seit ich keinen Strom mehr habe, lese ich. Ja, ich beschäftige mich viel, viel mehr mit Mangas, viel mehr mit normalen Büchern. Ich habe jetzt viele meiner Bücher nochmal gelesen. Das Maul hast du! Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ganze vom Strom abgekapselt zu sein, ist eigentlich sehr verlockend. Diese Sache mit dem Spendenstream, ich bin sehr stark am Überlegen, dass ich das komplett fallen lasse. Weil, wie gesagt, es sind hier nur Arschgeigen oder fast nur Arschgeigen unterwegs. Bitte entschuldigen, ich habe mein ganzes Leben weggeworfen im Prinzip dafür, dass ihr mich verarschen könnt, damit ihr über mich lachen könnt. Auch die nächsten Tage kam es wieder zu Posterverkäufen. Wie gesagt, sehr, sehr intelligent das Ganze. Wingelwanger, wie kann der Anbieter es wagen, auf die Stromschuldenbezahlung zu bestehen? Ich kann dir das nicht sagen, wie die es wagen können, dem Lord seine Schulden in Rechnung zu stellen. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Am 8. Oktober verriet er dabei Kunden, dass er kommende Woche für 3 Tage nach Köln eingeladen sei, um ein Projekt mit anderen YouTubern zu machen. Am 9. Oktober kündigte Rainer den Köln-Besuch auf Twitter an und implizierte, Iblali würde nach Japan fliegen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Auch geil, ne? Wahrscheinlich geht dir Albladi aus dem Weg und flüchtet nach Japan. Let's go. Danke dafür, Albladi. Als Rainer dann am 10. Oktober in Köln war, wurde er vor dem Dom gesichtet und schnell von einer Gruppe an Menschen umringt. Jemand, der offenbar mit Iblali in Kontakt stand, ermöglichte es Rainer, diesem eine Sprachnachricht zu schicken. Da Rainer keine Jacke hatte und es mittlerweile ziemlich kalt geworden war, ging er in eine nahegelegene Primark-Filiale, um dort warme Kleidung zu kaufen. Da er keine passende Jacke finden konnte, was er auf seine breiten Schultern und muskulösen Arme zurückführte, kaufte Ey, wirklich. Also der Einzige ist einfach mein Held. Ich hätte das nicht vorlesen können, ohne ohne ins Lachen abzudriften. Er hat keine Jacke gefunden, die ihm passt. Liegt natürlich nicht daran, dass er fett ist. Nein, es liegt an den breiten Schultern und den muskulösen Armen. Ach ja. er sich letztendlich eine Mütze. In der Nacht lud Rainer dann eine Roomtour von seinem Hotelzimmer hoch. In dem Video Drache Aufbach Köln dokumentierte er seine Anreise mit dem Auto und die Ankunft beim Kölner Dom. Am nächsten Tag fanden Hater Rainers Auto und konnten so sein Hotel ausfindig machen.
Daraufhin wurden Pizzas auf Rainers Namen bestellt und Affenkeks rief beim Hotel an, um Rainer mit dem Weckdienst des Hotels um 4 Uhr morgens aufwecken zu lassen. Während des Anrufs ist im Hintergrund ein Pizzabote zu hören. Wer ist der Kunde da bestellt? Kunden rein in Winter. Guck mal, Arsch, ich bin Gast im Vor dem Hotel hatte sich nun auch eine kleine Menge an Hatern versammelt. Allerdings war Rainer bereits in ein anderes Hotel umgezogen. In der Nacht lud er dann den Vlog zum Nürnberger Zoobesuch hoch. Daraufhin folgte dann ein Stream von seinem neuen Hotelzimmer. Aufgrund eines hinter Rainer sichtbaren Vorhanges konnten Hater auch prompt sein neues Hotel identifizieren. Ach, Rainerle. Am 12. Oktober lud Rainer dann eine Roomtour von seinem neuen Hotel hoch. Und jetzt will ich mal kurz auf den Balkon schauen, denn da ist ein kleiner Tisch, den werde ich nachher schneiden. Denn ich habe hier eine unglaublich geile Aussicht. Pfeff ich das mal rein. Und da stehen Leute. Ah, hey, guten Abend. Erstmal die Leute mit Filmen, wunderschön. Rainer bestätigt auch, dass die Pizzen erst ankamen, als er bereits in einem anderen Hotel war. Dann geht er mit den beiden anderen YouTubern essen. Einer der YouTuber, The Changeman, warf am 13. Oktober etwas Licht auf die Angelegenheit. Anscheinend war Rainer bei den Dreharbeiten für World of Wolfram dabei gewesen. Dabei handelte es sich um eine Webserie des öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk. Da diese auch Rainers Aufenthalt und Reise komplett bezahlt hatten, bedeutet dies, Rainers Ausflug nach Köln wurde zu einem großen Teil vom Rundfunkbeitrag finanziert. Und da muss ich wirklich los. Was zitterst du so? Ja, was zitter ich so? Das liegt daran, dass ich und auch ihr mit euren wunderbaren Rundfunkgebühren, Rainer, eine Reise nach Köln bezahlt haben. Ich hätte gern mein Geld zurück, sage ich dazu mal. Am 15. Oktober wurde Rainer in einem Kino gesichtet. Angeblich wurde er, als er Holz und diversen Müll in einer Tonne verbrannte, von einem Hater so sehr provoziert, dass er sein Glied zeigte und mit einer Stinkbombe warf. Am 19. Oktober lud Rainer dann das Video »Ich glaube, ich stehe im Wald« hoch. Darin zeigt er sich, wie er mit seiner neuen Mütze ausgestattet durch den Wald spaziert und Pilze sucht. Er erklärt, nun eine Person gefunden zu haben, bei der er gegen Bezahlung Videos hochladen kann. Am 22. Oktober war Rainer erneut im Kino. Am 23. Oktober schüttete ein Hater leere Zigarettenschachteln in Rainers Feuertonne. Später fuhren die Hater zum Roten Herz, um dort zu essen. Rainer war ihnen allerdings gefolgt und stellte sie noch einmal zur Rede. Macht ihr das nett? Kannst dich auf Anzeige freuen, Alter. Und jetzt hol da den Scheiß bei mir wieder ab und lösch dein scheiß Video, oder du bist fällig. Glaubst du mir, Junge? Ach so, da rein braucht ihr übrigens gar nicht gehen. Dein Handy kannst du auch gleich ausmachen. Ihr braucht ja gar nicht reingehen, weil ihr da überhaupt nichts kriegt. Ja, wie cool Rainer mal ist, mit seinem Reifen quietschen lassen und es aber im Roten Herz irgendwas zu sagen hätte. Oh Mann, ey. Gib euch Ruhe. Baby dabei. Alter, der Spaß, die geht nämlich hier drauf. Angeblich stieg Rainer dann aus dem Auto aus und attackierte einen der Hater, bevor er sich endgültig aus dem Staub machte. Am 24. Oktober musste sich Rainer vor Gericht für seinen Angriff auf ein Auto vom 4. Juni verantworten. Schon bei der Ankunft am Gerichtsgebäude wurde er gefilmt. Rainer, sag doch mal Hallo! Mit einem Maßband, befestigt an einer Säule, wiesen die Hater nach, dass Rainer unter 1,90 groß war. Ach ja, schön. Wie kreativ die Leute geworden sind, um nachzuweisen, wie groß Rainer ist. Ja, er hat ja auch gut mit diesen Bauzäunen an seinem Haus funktioniert. Aber dass er bis heute noch behauptet, irgendwie über 1,90 zu sein, 1,96, 1,97, utopisch. Aber Rainer will natürlich seine Lügen nicht einsehen, ist ja klar.
Vier Hater waren auch während der Verhandlung dabei und luden ihr Gedächtnisprotokoll als Podcast ins Internet hoch. Laut ihnen war Rainers Anwalt, bei dem es sich um einen Verwandten handelt, nicht vor Gericht erschienen. Rainer versuchte sich als Opfer darzustellen und behauptete, er hätte sich nur verteidigt. Auch wurde enthüllt, dass Rainer im Monat zwischen 200 und 400 Euro verdient. Ist halt nichts, Rainer. Weißt du, wenn du einen Job hast, ja, nebenbei, und 200 bis 400 Euro mit YouTube nebenbei verdienst, dann ist das doch eine schicke Sache. Aber, naja, Rainer war dann natürlich nicht arbeiten. Utopisch. Stell dir mal vor, ihr macht hauptberuflich nichts oder ihr macht YouTube, kriegt 200 bis 400 Euro und habt 15.000 Euro Stromschulden. Viele würden sagen, irgendwas läuft in ihrem Leben nicht ganz so richtig. Vor Gericht wurde Rainer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in 60 Tagessätzen von 15 Euro, also insgesamt 900 Euro, verurteilt. Am 28. Oktober war Impertinentius oder kurz Imp, einer der frühesten Hater, bei Rainer zu Besuch. Rainer, was ist denn jetzt mit unserem Geschenk? Ich möchte das hier gerne übergeben. Weg. Hier, nimm mal. Wir haben dir eine Drachenbox gemacht. Wenn du mich nochmal berührst, was ist jetzt, was du tust? Verstanden? Geiles Stück, du geiles. Da. Jetzt hat la hagelt's gleich Mauschellen für den Rainer. Viel lieber an alle hier im Stream, ihr geilen Stücke. Ihr geilen Stücke. Nick, hey, Dankeschön für deine Unterstützung und auch viel lieber an dich zurück. Dabei traf er vor Ort auch andere Hater. Obwohl Imp davon abriet, nahm einer der Hater eine Katze mit, die sich am Altschauerberg rumtrieb, da er sie für kränklich und unterernährt hielt. An diesem Tag erschien auch Folge 4 von World of Wolfram. Rainer wurde im Endeffekt aus der Folge rausgeschnitten, vermutlich weil die Produzenten den Code-Meters-Effekt fürchteten. Ist aber auch wirklich das Schlauste, was sie machen könnten, ne? Dass sie einen Rainer Winkler überhaupt dazu eingeladen haben, finde ich schon utopisch. Aber, ja, dass er dann im Endeffekt noch rausgeschnitten wurde, war wohl wirklich für alle Beteiligten das Beste, was man machen konnte. Aufmerksame Hater bemerkten jedoch, dass Rainers kreative Frisur teilweise im Hintergrund für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war. Am 10. November kamen dann Gerüchte in Umlauf, dass Reporter vom Öffentlich-Rechtlichen in Emskirchen waren, um eine Dokumentation über Rainer zu drehen. Am 11. November hatte Rainer dann endlich wieder Strom. Dies war möglich, da in seinem Haus ein Prepayment-Zähler installiert worden war. Hatte ich ja das letzte Mal schon erzählt, habe ich vor Rainer noch nie gehört, dass es sowas gibt. Mit Prepaid-Zählern. Wirklich utopisch, aber gibt's scheinbar. Dazu gab es dann auch gleich einen Stream. Darin kündigte er an, sobald er eine Glasfaserleitung hat, würde er den Spendenstream veranstalten. Auch baute er den Paper Rainer vom Altschauerberg Anzeiger zusammen. Hey, der Paper Rainer, der. Wunderschön. Am 12. November erschien wieder Strom, neues Arbeits- und Schlafzimmer. In dem Video, das Rainer noch gedreht hatte, als er keinen Strom hatte, informierte die Zuseher, dass er während der stromlosen Zeit nicht regelmäßig duschen konnte. Als Rainer an diesem Tag streamte, gab er zu, unter 1,90 groß zu sein. Oh, guck an, der Lord gibt es zu. Zumindest einmal, ganz kurz. Ja, Rainer, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Rainer, also ganz körpermäßig, regelmäßig duscht. Ich meine, die Kackduschung wird natürlich öfter am Tag mal eingeleitet, ist ja klar. Aber ich würde jetzt einmal behaupten, ich glaube, Rainer duscht gar nicht mal so oft. Oder wechselt seine Klamotten oder wäscht diese auch mal. Und kündigte allerhand Renovierungsarbeiten für sein Haus an. Auch war Imp kurz zu Gast, wurde aber gleich wieder gekickt. Offenbar ein... Hallo Rainer! Offenbar ein Fan von... Wann kommt denn die Folge von Hater heute mit mir? Offenbar ein Fan von... jetzt hab ich den Namen vergessen. Von Naruto, Sakura. Am 14. November grüßte Rainer im Dragon Monday die Polizei und zeigte dann Gronkh und Alblali den Mittelfinger. Aber ich habe wieder Strom. Es ist nicht der Fall, dass ich mir von irgendwelchen Nachbarn den Strom gezogen habe. Noch habe ich irgendwo anders irgendwas Rechtswidriges gemacht. Zum einen verfolgt die Polizei, hier mal ein Gruß an dieser Stelle, meine Videos mittlerweile sowieso sehr häufig oder wird sehr häufig darauf aufmerksam gemacht. Ich verfolge verschiedene Let's Player, unter anderem Gronkh. Unter anderem verfolge ich Alblalis Videos. Gronkh und Alblali zeigten sich jedoch wenig beeindruckt. Ja,
ganz ehrlich, als ob die beiden, die halt wirklich erfolgreich sind und einfach sehr beliebt sind, als ob das... Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Okay. Ein Euro, den Rainer nicht kriegt, ist ein guter Euro. Das stimmt. Bei mir ist der gut angelegt, ne? Ich werde ihn nachher schön in Fressende investieren. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, live. Ganz viel Liebe. Als ob ein Gronkh oder ein Iblali das jucken würde, wenn so ein dicker Franke, der wirklich nichts zu melden hat, da sagt, Gronkh, Iblali und Mittelfinger zeigt. Also, das juckt er nun wirklich nicht. Am 15. November ging Rainer im Stream wieder einmal auf die Hater ein. Drool, anstatt mir auf den Sack zu gehen und mich anzumachen, wann hast denn du jetzt denn mal eine Freundin genagelt? Oder Frau gehabt? Wahrscheinlich noch nie. Schläfst mit Männern wahrscheinlich. Und ist das was Schlimmes, Rainer? Machst du das vielleicht auch ab und zu? Also, wirklich, weißt du, er will die Leute mit sowas dissen und macht es halt sein ganzes Leben selber. Also, check ich wieder nicht. Seit 4 Jahren oder seit 3 Jahren sage ich, dass ich bisexuell bin. Aber mit dem Typ würde ich nie im Leben schlafen. Also ein bisschen Schamgefühl habe ich schon auch, ey. Also Rainer, ich will nicht mal im Umkreis von 20 Metern neben dir stehen. Das Maul hast du! Genau, so ist es nämlich. Weil erstmal würdest du mich genauso anschreien und ich hätte wirklich Angst, dass ich ja in dieser Duftwolke umkommen würde. Wisst ihr was? Der Klügere gibt nach. Jeder Hater, der jetzt weiter hier rumspammt, beweist damit automatisch, dass er weniger wert ist als ich. Denn ich werde auf die Scheiße nicht mehr eingehen. Ich bin keiner, der folgt. Ich bin ein Alpha-Typ, kein Beta. Leute. Rainer ist ein Alpha-Typ. Habt ihr das verstanden? Nicht Beta, Gamma, Delta. Nein, Rainer ist ein Alpha-Typ. Das sieht man doch auch. Ich werde nie ein Beta sein. Genau wie alle anderen Hater. Ihr gebt mir Marsch vorbei. Warum soll es mich interessieren? Ich bin euch nichts schuldig. Dann fick dich ins Knie und verpiss dich aus meinem Stream. Und hast keine Ahnung, was ich lüge, wann ich lüge und ob ich lüge. Und wenn, warum ich lüge. Anschließend bat er auf Twitter um Fragen für eine neue Folge Hashtag Fragdrache. Am 16. November wurde Rainer im Stream von dem Hater Droll so sehr provoziert, dass er über seine eigene Mutter schimpfte und den Stream abbrach. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater ist tot, meine Mutter ist eine dumme Schlampe, die irgendwo anders rumrennt und mir auf den Skate. Hör endlich auf, mich zu nerven, du Wichser, Alter. Überleg mal, du sagst sowas ernsthaft im Stream über deine Mutter. Halt doch endlich mal das Maul, Drool, wenn du keine Ahnung vom Leben, ohne Scheiß. Dummes Stück Scheiße, Alter, ohne Fuck. In einem Hashtag Fuckdrache äußerte sich Rainer zur Schlagstockattacke. Jürgen. Ich komme mit Schlagstock, deine Glasknochen gehen schnell in die Brüche, wie die Briefklasche. Was? Ja, da steht zwar Bierflasche, Rainer, aber es ist die Briefklappe. Let's go. Die Bierflasche, Hashtag Fragdrache. Der letzte Typ, der mich mit dem Schlagstock angegriffen hat, ist nur deswegen dem Tod entkommen, der mich übrigens auf den Kopf schlagen wollte und ich mit dem Arm abgewehrt habe und meine Knochen sind nicht zu Bruch gegangen. Ich bin der mich furzen kann, ohne in die Hose zu scheißen. Deswegen überlebt, weil andere vorhanden waren, die er angreifen hätte können in dem Moment. Hätte er noch ein einziges Mal zugeschlagen, hätte ich ihm den Arm gebrochen, das Bein gebrochen und vermutlich das Herz rausgerissen. Ja, Rainer, das sind halt wieder Gewaltfantasien, weil du im echten Leben nichts reißen kannst. Ja, natürlich, wenn man schwach ist und sich nicht groß wehren kann, dann schwingt man große Reden und sagt, ja, hätte er noch einmal, dann hätte ich aber. Ja, klar, Rainer, let's go. Bleib du weiter in deinen Gewaltfantasien gefangen und du bist ja der Alpha, ne? Haben wir ja gelernt. Jawohl. Ich würde an deiner Stelle nicht so angeben. Ich habe weit mehr drauf, als du glaubst. Und ich habe ihn nur deswegen nicht angegriffen, weil er auf mich losgehen sollte, was er auch... Ob Rida sich fragt, ob es zu spät ist, Rainer die Babyklappe zu stopfen? Ich glaube, Rainer passt nicht mehr in irgendeine Babyklappe dieser Welt. ...getan hat. Beim dritten Schlag war ich schneller als er. Beim vierten Schlag wäre er verloren gewesen. 3 Schläge von ihm, 1 Schlag von mir. Mehr ist nicht nötig. Am 18. November ließ Rainer wieder Gäste im Stream zu. Wenn ihr die Sache der Posten immer für bare Münze nehmt, dann kann euch kein Mediziner der Welt mehr helfen, kein Psychiater der Welt mehr helfen. 99% von dem Zeug, was die machen, ist gehatet und gelügt und Hauptsache, sie können meinen Ruf beschädigen. Das war nie anders und es wird auch nie anders sein.
Am 19. November rief er im Stream Alblali und Kong dazu auf, sich mit ihm auszusprechen. Am 21. November kündigte er im Dragon Monday an, Drachenlord in Zukunft als alter Ego zu verwenden. Auch geil, ne? Drachenlord sag ich schon. Alblali und vor allem Gronkh haben wirklich oder wohnen wahrscheinlich heute immer noch mietfrei in seinem Kopf. Ne? Wirklich, Gronkh, großes Idol, Alblali, oh ja, wir können da was machen, ihr könnt mir Edzardler helfen. Ne? Das ist wirklich utopisch. Und ein Video über Religion zu machen. Dann redet er über die stromlose Zeit. Hä? Was wollt ihr eigentlich, Alter? So schlimm ist es doch gar nicht. Ja, und genau das ist es auch nicht. Also das ist nicht schlimm. Es war nicht so schlimm. Jetzt im Winter wäre es ein bisschen schlimmer geworden, weil ich halt überhaupt nichts zu tun habe und weil es halt verflucht schnell dunkel wird. Ja, ich meine, wir haben jetzt 17.26 Uhr und es ist draußen stockfinster, als hätten wir schon mitten in der Nacht 12 Uhr oder so. Also voll krass. Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber es ist eine machbare Sache. Ich persönlich bin sowieso der Meinung, jeder Jugendliche da draußen sollte vielleicht wirklich mal so eine Woche oder zwei Wochen wirklich ohne Strom sein. Aber wirklich komplett ohne Strom. Das heißt kein. Und warum, Rainer? Warum sollten wir das tun? Ja, diese, weißt du, ich check auch das. Ich check auch die Logik dahinter, ne? Du hast halt ein halbes Jahr keinen Strom gehabt. Und du sagst jetzt, ja, das war eine tolle Erfahrung. Ich finde, man sollte alles mal mitnehmen. Damit es halt nach außen nicht so aussieht, als ob es dir viel ausgemacht hätte. Aber Rainer, ganz ehrlich, wenn du es dir aussuchen hättest können damals, ne? Will ich jetzt ein halbes Jahr ohne Strom da sitzen? Oder habe ich halt dauerhaft weiter Strom? Ja, dann hättest du dich für den Strom entschieden. Erzähl doch nicht. Und jetzt zu sagen, ja, das war eine Erfahrung wert. Jeder da draußen sollte mal ein, zwei Wochen ohne Strom da sitzen. Rainer, niemand sitzt da groß ohne Strom da, weil wir in der Lage sind, Probleme zu lösen. Wenn unser Stromanbieter sagt, ja, sie haben da und da nicht bezahlt, dann kann man das irgendwie klären. Oder man ist so intelligent wie die meisten Leute und wenn man merkt, der Stromanbieter zieht kein Geld ab, dann klärt man das mit dem und wartet da nicht jahrelang. Aber natürlich, Rainer. Leute, macht jetzt alle mal den Strom und den Strähm aus. Macht mal jetzt aus und bleibt mal eine Woche ohne Strom, Leute. Bitte. Danke, okay? Handy und nichts anderes. Wirklich keinen Strom. Im Stream gab er zu, der Hate würde ihn psychisch belasten und kündigte an, in Zukunft nicht auf die Hater einzugehen. Du schmarotzt aber wohl, genau, ich arbeite ja gar nichts. Die psychische Belastung mit euch Arschlöchern da draußen, natürlich sind damit nur die Arschlöcher gemeint. Wer sich immer Ansprüchen fühlt, muss dann drüber nachdenken, warum. Das ist natürlich überhaupt keine Arbeit, ne? Weil die psychische Belastung, die dabei entsteht, das ist garantiert keine Art von Arbeit oder keine Art von Stress. Hast du dir doch ausgesucht, Rainer. Du hättest damals ganz easy dieses ganze Internetzeug lassen können und dir eine schöne 40-Stunden-Woche holen können. Natürlich, Rainer, ist das nichts für dich, weil man muss dann 8 Stunden am Tag arbeiten. Aber weißt du, was der große Vorteil ist, Rainer? Nachdem du 8 Stunden gearbeitet hast, hast du Feierabend, dann hast du Ruhe. Dann hast du keine Leute, die dich im Sträm beleidigen müssen oder so. Ja, du bist ja nicht gezwungen, scheiße, ich muss ja wieder nach Sparkasse schlafen. Ich muss heute auch einen Sträm aufnehmen, sonst kann ich morgen nichts essen oder so. Aber du hast definitiv natürlich wieder den besseren Weg gewählt, na klar. Wisst ihr was, ich gehe auf euch Idioten einfach gar nicht mal ein. Laber doch so lange, wie ihr wollt. Kindergartenscheiß da. Ja, ja, deine harte Arbeit ist da jetzt gut. Dann behauptete er, ein UFO gesehen zu haben und äußerte sich erneut über die Hater. Ich habe gestern ein UFO gesehen. Oder ich glaube zumindest, dass es ein UFO war. Ey, ohne Scheiß, die Intelligenz der Hater ist echt unterirdisch. Das triggert mich wirklich mit am meisten, wenn Rainer über Intelligenz redet und wie dumm alle Hater sind. Wirklich, das triggert mich am allermeisten, wenn dieser Sonderschüler da sitzt mit seinen 58 IQ und über andere Leute redet, wie intelligent sie sind oder wie dumm in dem Fall. Das triggert mich mit am meisten, macht mich so mad. Vielleicht so intelligent wie ein Meter Feldweg oder 10 Meter Feldweg. Dafür bist du so intelligent wie ein 10 Meter unterirdischer Feldweg, den es nicht. Ja, Rainer, super Vergleich. Sehr intelligent, bist auf jeden Fall schlauer als die Hater. Gib Akku. Ich lieb's. Solltest du drüber nachdenken. Auch befürchtete er, bald wieder stromlos zu sein, da er kein Geld mehr für den Prepaid-Stromzähler hatte. Rainer hatte zwar für den Moment Strom, saß jedoch immer noch auf etwa 15.000 Euro Schulden, allein bei seinem Stromanbieter. Ja, und heutzutage sind es wohl über 36.000 Euro Schulden. Naja, mein Gott. Dazu kam noch,
dass seine Strategie, Geld mit Posterverkäufen zu verdienen, dazu geführt hatte, dass jeden Tag Massen an Hatern zu ihm pilgerten. Und da seine Bekanntheit im Mainstream kontinuierlich zunahm, war eine weitere Eskalation abzusehen. Ja, wie gesagt, auch einfach nur sehr intelligent diese Posterverkäufe direkt bei dir abzuhalten. Ja, mach ich gleich. So einfach nur sehr intelligent diese Posterverkäufe bei dir abzuhalten, Rainer. 10 von 10 dafür. Auf jeden Fall wieder sehr geiles Video vom Einzigen. Schaut bei dem Boy vorbei.